Und bevor ich jetzt eine Cutterin einstelle und mich daneben setze, kann ich es auch gleich selbst machen. Völlig richtig. Weil ich voll oft im Schnitt noch mal was ändere oder kürze. Und dann muss es natürlich so kürzen, dass es immer noch Sinn ergibt. Das, da muss man einfach drin sein. Ich dachte ehrlich gesagt, dass es Angela Merkel und Bill Gates sind, die dir sagen und die das dann zusammenschneiden. Ah. Hey, abrupter Themenwechsel. Ich möchte mir unbedingt ein Stäbchen in die Nase schieben. Also im besten Fall in die Nase. Das ist so schade. Blödes Corona. Ist das okay? Schön, dich zu sehen. Ja, schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Ganz gut. Ich kenne dieses Hotel. Das ist das Hotel, wo man untergebracht wird, wenn man in der NDR Talkshow ist. Ich war da auch schon. Und du bringst mich heute dahin, ne? Ich bring dich zur NDR Talkshow, ja. Ich bin allerdings nicht frisch getestet. Oh, ich schon. Ich war gestern schon bei NDR Das und hab da schon was in die Nase bekommen, ja. Ich achte immer auf die Regeln, aber in deinem Fall möchte ich noch mehr drauf achten, um jeden Shitstorm einfach von vornherein zu vermeiden, weil das ist wirklich, das müssen wir uns nicht antun. Aus Respekt für die Wissenschaft. Immer, ich mache alles aus Respekt für die Wissenschaft. Würde ich mich jetzt testen lassen nochmal, aus zur Sicherheit. Und wenn du magst, kannst du mitkommen und nee, ich, ja, okay, ich komme. Bei dir ist das so, da denke ich immer, ich will alles richtig machen, auch zu deinem Schutz, nicht nur Hygieneschutz, sondern weil ich weiß, dass natürlich die Leute ganz besonders darauf achten, wie du dich verhältst, so, ne? Ja, genau. Ich habe ja in der Hinsicht dann auch totale Vorbildfunktion, ob ich es will oder nicht, ja. Und es ist ja auch total verrückt. Letztes Jahr, also 2020, bin ich ja plötzlich viel bekannter geworden, ja, auch durch MyLab alleine. Und ich wurde ja schon vorher viel öfter erkannt, als es für mich Sinn ergeben hat. Ja. Weil ich dann halt so überschlagen habe. Ich weiß nicht, als ich so ein paar hunderttausend Abonnenten hatte, so verteilt auf Deutschland, wenn man das mal so durchrechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, jemanden zu treffen, einen Abonnenten zu treffen. Und das hat mich schon total geflasht. Und jetzt, seit der Pandemie, bin ich wirklich selten überhaupt unterwegs. Ja? Also das ist jetzt gerade meine erste Reise seit Anfang November oder so. Also bist du wegen Pandemie weniger unterwegs oder war jetzt auch ein bisschen hier Kind, Familie und alles so ein bisschen intensiver geworden? Also hauptsächlich tatsächlich pandemiebedingt, weil alles halt ausfällt. Aber das bisschen, was ich dann draußen bin, da werde ich teilweise mit Maske, manchmal sogar mit Brille. Das war ja vorher immer so mein Undercover. Einmal Brille aufsetzen, erkennt dich keiner mehr. Aber wurde ich trotzdem auch schon erkannt, wo ich sage, wow, okay. Ich bin quasi die ganze Zeit prominent. Ich muss mich benehmen auch die ganze Zeit. Fällt dir das schwer? Nee, also ich bin schon grundsätzlich so ein vorsichtiger Typ. Ich bin auch so jemand, der selten geblitzt wird oder so, weißt du. Oh, langweilig. Ich gehe auch nicht mit Rot über die Ampel. Achtung, Pierre. Ja, natürlich. Bitte Sicherheit. Siehst du, ich wäre einfach drüber. Hast du das erste Mal heute mein Leben gerettet? Gut. So können wir jetzt? Wir können. Es gibt ein sehr schönes, relativ aktuelles Video von dir, da geht es um Versöhnung und eine stilvolle Debattenkultur. Du sagst ja nicht, man soll sich nicht streiten, sondern es kommt darauf an, wie man sich streitet und dass man sich eben auf sachlicher Ebene unterhält. Das funktioniert im Internet nicht immer ganz so gut. Findest du? Ja, und da ist Meinung natürlich auch vielleicht stilprägend. Ist das im echten Leben auch so, dass dann Leute kommen und dich blöd anmachen? Nee, natürlich nicht. Ist nicht so, ne? Natürlich nicht. Und also, das ist ja das Schlimme daran. Oder, das ist interessant, ich weiß nicht, ob ich es irgendwie besonders frustrierend oder sogar erleichternd finden soll, weil ganz oft, wenn ich besonders krass angefeindet werde, dann ist es auf Basis von so Falschinformationen oder auch von so Strohmann-Argumenten. Also ein Strohmann-Argument ist ja, das nennt man, wenn man irgendeine Aussage nimmt und dann so verzerrt oder überspitzt, übertreibt, dass sie halt wirklich angreifbar wird. Ne? Ja. Sowas sehe ich halt ganz oft, dass ich irgendwie sage, wir sollten darauf achten, dass wir Wissenschaft korrekt vermitteln. Und dann sagt irgendjemand anderes, ja, sie möchte die Meinungsfreiheit abschaffen. Ja. So. Ja. Wird am liebsten eine Diktatur wie in China haben, diese Chinesin. Ja. Also es sind dann so mehrere falsche Informationen drin. Leute, die dann sowas einfach so glauben, sind dann natürlich böse auf mich. Und dann weiß ich ja nicht, ist es jetzt
ist es jetzt besonders frustrierend, dass es diese Falschinfos über mich gibt? Oder ist es sogar beruhigend, dass sie das angreifen und wenn sie mir zumindest zuhören würden, ja, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch gar nicht so böse wären? Ich reg mich ja schon oft darüber auf, dass, keine Ahnung, sagen wir, irgend so ein Verschwörungsguru hetzt gegen mich. Ja. Und dann gibt es halt Leute, die das zum Beispiel screenshotten. Die wollen mich unterstützen und wollen halt solidarisch mit mir sein und retweeten das eben so. Und dann ich so, nee. Ich meine, ich freue mich. Ist gut gemeint, ja. Aber du trägst dazu bei, dass irgendwie bestimmte Wörter und bestimmte Ideen einfach in die Welt rausgetragen werden. So funktioniert das. Durch Empörung, durch Aufmerksamkeit. Das ist halt alles, was sie brauchen. Dass du dich über die aufregst, macht es nicht besser. Die gehen dadurch nicht weg. Nein, im Gegenteil, die leben davon. Ne? Ist denn deine Intention tatsächlich Aufklärung? Also willst du auch immer die Welt ein bisschen besser machen und erklären? Ja, also ich glaube, vielen Wissenschaftlerinnen geht es so, dass man in die Wissenschaft geht, weil man die Welt besser machen will. Also so ganz naiv und idealistisch gedacht. Ich glaube, so einen gewissen Idealismus haben die meisten, die sich für sowas entscheiden. Manches hat mich in der Hinsicht auch frustriert, weil du halt als einzelne Wissenschaftlerin, als eine Chemikerin im Labor nur ein Zähnchen auf einem Rädchen, auf einem riesigen Uhrwerk bist. Ne? Und was ich jetzt mache, ist in meiner Wahrnehmung immer noch sehr nah an der Wissenschaft. Ich habe nur das Gefühl, ich kann als einzelne Person irgendwie mehr machen. Ne? Ich komme irgendwie schneller voran und das ist total... Also ich liebe meinen Beruf einfach. Weil es natürlich auch unterhaltsam ist, was du machst. Ich glaube, das, was ich versuche zu machen, ist, die Leute nicht zu unterfordern. Dass ich da nicht sage, ah, das ist so kompliziert, das kürzen wir jetzt, sondern im Gegenteil. Ich sage, nee, das ist total wesentlich, um es zu verstehen. Deswegen, ne, sage ich immer, holt euch einen Tee, macht's euch gemütlich. Es dauert jetzt ein bisschen, aber danach wisst ihr einfach Bescheid. Innerhalb von 20 Sekunden hat sich Hamburg in das Hamburg, das wir alle kennen, verwandelt. Ich hoffe, man darf sich aussuchen, ob man das Stäbchen in die Nase haben möchte oder in die Rache. Ob du Nase oder Rachen? Ja. Also ich glaube, Nase ist angenehmer. Da habe ich immer das Gefühl, dass der Frontallappen irgendwie angestupst wird. Der kostenlose Schnelltest. Wo ist denn? Ich muss jetzt mal mein... Wo hat man den QR-Code-Scanner? Ich mache das immer mit der Kamera und dann macht ihr das automatisch. Ach so. Und dann kann man hier, zack. Hier, kostenloser Städtestart Hamburg buchen. Noch 5 Tickets verfügbar. Und jetzt? Warum stehen wir eigentlich im Regen, während wir das machen? Es wäre natürlich äußerst intelligent, wenn man keinen Schirm hat. Also. Jo. Wie kann man jetzt das Geburtsdatum nur in so einem Auswahl, kann man das nicht eintippen? Muss ich jetzt von jetzt zurück nach 1987 oder wie? Aber mal ernsthaft, wie geht das mit dem Geburtsdatum? Ja, genau. Das muss ich jetzt, nein, das kann nicht sein, oder? Wie hast du das gelöst? Noch nicht. Das Geburtsdatum kann man das irgendwie auch manuell... Achso, das ist ein Android, ne? Oh, diese Android-Diskriminierung. Nicht nur, dass ich nicht auf Clubhouse kann, jetzt kann ich noch nicht mal hier mein Geburtsdatum eingeben. Aber glaub mir, es ist kein Verlust, nicht auf Clubhouse zu können. Aber du hast doch ein Apple, oder? Ja, natürlich, selbstverständlich, weil ich mir es leisten kann. Guck mal hier. Tatsächlich! Tja. Oh, ich bin schon in den 90ern. So, wir sind gleich immer da. Du bist schon in den 90ern. Good times. Ich bin schon ganz nostalgisch. Okay, ich hab's. Nein, warum hast du es nicht? Erster. Ich war gerade schon da, dann habe ich auf Festlegen geklickt. Echt? Und war dann wieder bei 2021. Ich habe mich inzwischen schon impfen lassen, und zwar beide Shots. Ganz ehrlich, du spielst doch gerade Candy Crush, oder? Genau, ja. Eigentlich spiele ich doch Candy Crush. The chosen tickets are not available anymore. Da musst du nur noch mal dein Geburtsdatum eingeben, ist kein Problem. Jetzt ist es quasi Chefsache. Okay, das geht auch, ja? Ich finde das auch schon verdächtig. Ich meine, das ist wohl ganz klar ein Windows-Rechner, an dem du da arbeitest.
Wacht endlich auf, Leute. Kann man sich aussuchen, ob man ein Stäbchen in die Nase bekommt oder... Eigentlich musst du wirklich durch den Rachen und die Nase. Es muss beides. Ich persönlich finde auch Rachen wesentlich schlimmer als Nase. Ja, weil du darauf einfach den Würgereiz hast, ne? Aber den Würgereiz habe ich inzwischen nicht mehr. Das ist alles noch... Hast du den abtrainiert, ja? Ja, ich arbeite beim Fernsehen und das... Und sie sieht auch schon so ein bisschen aus, als würde sie sich freuen. Nein, das ist wirklich alles... Ja. Also klar, es ist unangenehm, es gibt Schöneres, aber man kann das auch gefühlvoll machen und man muss keine Angst haben. Es ist verbracht. Voll das Stylo-Testzentrum. Total. Schön. Das ist so ein bisschen auch, das hier. Weil man gerade nicht shoppen kann, geht man halt testen. Ja. So, ne? Wir gucken dir dabei jetzt zu, ne? Diese deeskalierende, beruhigende Musik macht's irgendwie nur noch schlimmer, oder? Dann dürfen Sie einmal den Mund öffnen. Ich mache erst den Rachenausstrich. Genau. So. Perfekt. Das war's auch schon. Echt? Sieht nicht schön aus, aber das macht nichts. Das hat meine Mutter damals auch gesagt, als ich auf die Welt kam. Oh, wie tapfer du bist. Machen wir das jetzt auch? Natürlich. Ja. Und Sie sind bestimmt auch sogar zu tapfer. Überhaupt nicht. Ich würde es gerne unter Vollnarkose machen. Geht das? Jetzt reiß dich doch mal zusammen und feier das ein bisschen. Ich freue mich jetzt sehr, dass Sie mir etwas Langes, Dünnes in die Nase reinschieben. Der ist für Sie. Vielen Dank, was mache ich? Den brauchen Sie zum Ablesen, nachher für das Ergebnis. Nein, lassen Sie das lieber drauf. Warum kann man es denn kleben, wenn man es nicht kleben darf? Sie können es irgendwo hinkleben, wenn Sie wollen. Ich wüsste jetzt nur nicht, wo. Ja, perfekt, das ist ja toll. Ja, fühlt sich nicht so angenehm an. Das machen Sie aber ganz fein. Oh. Einmal. Perfekt, das war's. Oh, Sie machen das ganz toll. Ja, jetzt wirklich, ich wurde schon auf Sie macht das ganz toll. Ich wurde auf so vielen Fernsehsendungen wurde ich jetzt schon und jetzt habe ich so langsam den Verdacht, dass die das extra machen, dass die einfach denken, den Krause fand ich noch nie lustig. Dann nehmen wir hier ein Stück aus der Dachlatte raus, das schieben wir dem in die Nase. Und sie haben auch so eine ganz schöne beruhigende Wirkung auf mich. Sehr schön, so soll das auch sein. Vielleicht können wir gleich noch ein bisschen Blut nehmen und ein großes Blutbild machen. Also, wir können auch also das nehmen Sie jetzt mit. Also klar, ja, natürlich. Sie ja, klar. Komm. Voll gut. Ja, kommen Sie ruhig her. Ah, okay. So, jetzt habe ich hier 16:03 Uhr. Lege ich das hier mal so dazwischen. Und dann nach 10 Minuten, also ihr ist schon, meistens ist das 10 Minuten ganz flott. Ist in 2 Minuten fertig. Cool. Bisschen, auch, bisschen spannend auch. Ne? Natürlich ist es auch spannend. Ihr könnt ja dann so spannende Musik drunter legen. Ja. Ja. Und das überhaupt auch ein bisschen spannender, vielleicht so dramatisch zusammenschneiden. Das stimmt. Wir brauchen unbedingt ein paar spannende Jump Cuts. Was? Oh mein Gott! So, jetzt gebe ich ein, negativ. Negativ? Ja, da ist es schon. Negativ. Jetzt gucke ich noch mal bei der Mail. Ach, toll. Ja, Ihr Testergebnis liegt vor. Ah, ich habe jetzt hier auch eine Mail bekommen. Ah, da ist auch der Code. So, das tue ich mir jetzt erstmal zur Sicherheit zu meinem schäbigen Android-Handy. Sollen wir noch ein paar Marken noch nennen? Wie gesagt, es gibt iOS, es gibt Apple, es gibt Samsung. Es gibt die besten Handys machen sowieso Nokia. Ja. Ja, weil wir gerade die Handschuhe da haben und ich dieses dringende Bedürfnis habe. Ja, wir beide haben jetzt einen negativen Test. Ja, pass auf. Ja, ich verschenke die auch mal an Kinder. Einmal. Wieso, händisch? Wir geben uns einmal wieder die Hand, wie früher. Was hältst du davon?
Ja, warte mal, warte mal. Oh Gott, ist das aufregend. Aber das müsst ihr bitte auch entsprechend, also wirklich angemessen, auch musikalisch unterlegen. Oh mein Gott, das ist so ein Glücksgefühl. High five, wollen wir nochmal high five? Yes! Das war mein Highlight heute. Und ich habe eine Sache gefunden, von der wusste ich nichts. Und ich habe das wirklich, ich habe das angeguckt und konnte es am Anfang gar nicht glauben. Was kommt? Dass du eine begnadete Hip-Hop-Tänzerin bist. Ach so. Ich war während der Doktorarbeit, war ich tatsächlich Hip-Hop-Lehrerin am Unisport. Und war Mitglied der Campus Dance Crew, der Hip-Hop-Auftrittsgruppe von der RWTH. Da gibt es ein Video, wir können das ja verlinken. Da tanzt ihr sozusagen, aber auch mit wissenschaftlichem Background. Ihr erklärt ja. Meet the Targeting Ligands. Targeting Ligands are molecules that lead the drugs specifically to their target, the cancer cells. Talk dirty to me. Cancer cells have special receptors for targeting ligands that normal cells don't have. Das war mein allererstes Video überhaupt und bis heute eigentlich immer noch eines, ich glaube immer noch das aufwendigste, was ich jemals produziert habe. Und das war für einen Wettbewerb namens Forscher tanzen. Ja. Genau. Was ja auch doppeldeutig ist, Forscher tanzen, ne? Also, bist du extrovertiert, würdest du das von dir sagen? Weil ich finde, zum Tanzen muss man ja schon. Also du kannst, glaube ich, von jemandem, wie du ihn auf der Bühne wahrnimmst, gar nicht wirklich sagen, ob der extro oder introvertiert ist. Ja. Ich verstehe, dass man extrovertiert ist, wenn man aus der Begegnung oder der Interaktion mit Menschen Energie zieht oder ob es einen eher schlaucht. Okay. Und nach der Definition bin ich nicht super extrovertiert. Also ich brauche schon viel, nicht unbedingt Me-Time, aber zumindest Zeit mit der Familie oder so, wo ich dann einfach, ne, um mich wieder zu entspannen. Wir sind übrigens hier gerade an der Uni-Bibliothek. Weißt du was? Ja. Ich habe, also bei meinem letzten Buch, habe ich ein signiertes Exemplar bei so einer Buchhandlung versteckt. für irgendjemanden, der es dann finden will. Das wäre jetzt natürlich ein Upgrade, ne? Hat die offen? Da kommt jemand raus. Ja. Komm, wir verstecken dein Buch da. Kann man das? Ich kann ja ein Buch dazustellen. Ja, klar, das ist ja rückwärts klauen. Ja, genau. Ja? Ist auch sehr clever, dass wir das Buch auch noch mal sehen. Ach so, ja, stimmt. Warte. Hallo, ich habe euch gar nicht bemerkt. Hi. Ist das dein neues Buch, Mai? So sehe ich übrigens aus, ohne Maske. Ich habe bei meinem Buch früher immer, bin ich zu den Hirschhausen-Büchern gegangen und habe diese Spiegel-Bestseller-Aufkleber weggebibbelt und auf meine draufgeklebt. Komm, wir verschenken jetzt dein Buch. Müssen wir jetzt leise sein, oder? Was? Ja. Also komm, wir desinfizieren uns noch. Wir suchen jetzt die Chemiebücher. Ja. Und dann, also... Hat zwar dieses Mal nicht so viel mit Chemie zu tun wie das letzte Buch. Hat nicht alles mit Chemie zu tun. Dieses Buch besteht ja auch aus Molekülen. Absolut. Also letztendlich ist das ja auch ein Chemiebuch dann. Genau, ja. Genau. Ich brauche einen Stift. Haben wir einen Stift? So. Stift ist desinfiziert. Jetzt kannst du deine Hände. Was schreibe ich denn jetzt rein? Hände sind auch schon. Ich muss mal kurz Handgymnastik machen. Handgymnastik? Okay, das beruhigt mich. Ich mache besser keine Handgymnastik jetzt. Was schreibe ich denn jetzt hier rein? Auf jeden Fall deinen Namen. Den weißt du. Ja. Was ist denn zum Beispiel unter Chemikern ein verbreiteter, beliebter Gag? Es gibt doch bestimmt so einen Chemiker-Gag. Das ist sehr gut. Wir sind ja in Hamburg. Gibt es einen Chemiker-Gag? Ja. Ja, pass auf. Das ist bestimmt so einer, den man nicht... Und der reagiert dann auf den Gag mit HH2O. Zwei Elektronen. Gar nicht so schlecht. Treffen sich zwei Elektronen. Sagt... Oh, ich glaube, ich weiß, wie es ausgeht. Das eine... Ja. Zum anderen.
kommst du mit auf den Kiez? Ist das auch die Geschwindigkeit, in der ihr euch den Witz untereinander erzählt? Ja, weil Chemik haben ja nicht so eine hohe Humorkompetenz. Ja. Ja. Sagt das andere. Nee. Hab Pauli-Verbot. Das ist doch der perfekte Hamburg-Witz. Die Stille in dieser Bibliothek repräsentiert ganz gut die Reaktion auf diesen Witz unter Nicht-Chemikern. Nee, und dann muss es natürlich auch zu der Quantenchemie, wenn schon Pauli-Verbot, weißt du, ne? Ist ja klar. Ja, natürlich, klar. Also ich habe den Witz natürlich begriffen, aber wir haben diesen einen, nur diesen einen einzigen sehr, sehr ungebildeten Zuschauer. Vielleicht erklärst du den Witz gerade noch mal diesem einen da. Der heißt Pierre. Also Pauli-Verbot heißt einfach, dass zwei Elektronen nicht gleichzeitig auf den Kiez dürfen. Ne? Ja. Ja. Wegen Quantenchemie. Genau. Und darüber lacht ihr so? Ne? Ja, darüber okay. Lachen wir so. Cool. Mhm. Okay. Das ist schon thematisch richtig eingeordnet. Wenn man den Witz finden möchte, muss man bei der Quantenchemie gucken. Krass, aber das fehlt noch so ein Aufkleber. Da. Warte mal, ich habe noch meinen Testbeschreibung Aufkleber. Mal hier noch drauf. So. Jetzt sieht es authentisch aus. Sehr schön, okay. Siehst du, und das Schöne ist, wir haben jetzt was Rebellisches gemacht. Mein. Und wenn jetzt Leute Fans von dir und mir sind, dann ist das, weißt du, das ist mein Buch mit deinem Testaufkleber. Perfekt, Leute, kommt nach Hamburg und leiht dieses Buch aus. So, ich muss mal los, ne? Ja, ich fahr dich. Sehr gut. Das gehört zum Service. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich da hinkomme. Das ist. Tschüss. Okay, ja. Nein, ich fahre dich wirklich. Ich habe hier ein Auto vorfahren lassen. Keine Kosten und Mühen gescheut, das billigste Car2Go zu bekommen, das es gibt. Es gibt natürlich auch andere Firmen, wie zum Beispiel Miles. Aber das kann man nicht lesen, weil das Logo ist geblurrt. Du kannst auch in den Kofferraum, wenn du möchtest. Ist das ja, besser? Komm. Ich mach zu. Los geht's! Barbara, Hubertus, wir kommen! Vorwärts! Wie geht denn dieses Auto an? Mai, vielen Dank, das war eine total schöne Zeit mit dir, wenn auch viel zu kurz, wie immer. Habe ich die Warnblinker noch an? Ja, ich glaube schon. Ich habe einen Promi-Transport, das muss so sein.